Moin Moin und herzlich willkommen, liebe Leute. Schön, dass ihr dabei seid. Let's play LE17 Nordfriesische Marsch 2.1 vierfach auf 44. Viele Vieren im Spiel. Und ja, wir machen hier weiter mit 5 Dreschern und 4 Fahrern. Wobei, klassisch gesehen, ist es eigentlich nur ein Abfahrer, denn wir managen das alles selbst. Mehr oder weniger. Dauert alles ein bisschen. Wir sehen, die Drescher haben echt Probleme, den Cosplay hier richtig zu kriegen. Die haben Riesenabstände teilweise drin. Wir wollen jetzt hier alle Drescher noch einmal schnell entleeren. Eins haben wir, zwei haben wir, das ist Nummer 3. Und in der Hoffnung, dass wir dann mit dem LKW, den wir schon voll haben, gleich schnell mal ein Cosplay machen zum Hafen und uns da schon mal eine ordentliche Ladung Geld gönnen. Haben wir auch ein bisschen Geld ausgegeben in letzter Zeit, das müssen wir doch auf der schon Geld reinkriegen. Einnahmen und Ausgaben hier stehen nicht mehr im Verhältnis. Das passt so nicht. Guck mal, der John Deere ist jetzt erst hinten durchgefahren. Also das dauert echt lange. Wir waren sehr, sehr gut im Rennen, finde ich, gestern. Und haben zum Ende hin aber auch ein bisschen nachgelassen. Gar nicht mal, weil wir schlecht abgefahren haben, sondern guckt eher, was der Cosplay-Helfer macht. Wo der ganz hin will. Also Cosplay und 5, also 5 im Versatz, schwierig. Also da finde ich, ist meine Taktik, die ich vorher immer gemacht habe, von wegen ein Cosplay-Kurs und dann die Drescher an unterschiedlichen Standpunkten installieren und dann fahren lassen. Also mindestens genauso gut. Na, man muss auf jeden Fall häufiger in die Drescher reinkommen, um das irgendwie zu kompensieren, aber ich glaube, die Zeit, die sie hier mehr brauchen, weil sie so komisch hin und her eiern, würde das fast rechtfertigen. Ach. Aber was man eben auch sieht, bei 5 Dreschern ist ein Rapsfeld in, ich sag mal, einer Stunde. Weil das sind hier irgendwie, sind schon Hektars, ne? So ist ja nicht, ist ein riesengroßes Feld. Richtig krass viele Hektar. Und mit 5 solchen Riesendreschern, da schon so lange braucht, ja, hier ist auch nicht viel zu holen. Da brauchen wir uns eigentlich fast gar keinen Kopf drum machen. Ich habe nur gerade das Gefühl, dass wir gleich auf Abfahrprobleme stoßen werden. Ein ganz bisschen zu wenig Anhängerkapazität hier vor Ort haben. Wir müssen den einen auf jeden Fall einmal leer machen. Deswegen, da geht es jetzt mal aber sowas von schnell hin. Unser Abfahrer. Und da können wir dann eigentlich auch gleich die Überladewagen auskippen. Dann ist dann nämlich Abfahrer schon wieder voll und kann die nächste Ladung wegbringen. Also jetzt kommt mal. Wir hatten ja eigentlich schon den Startschuss zum kleinen Einnahmen, ne? Und der Startschuss zu den großen Einnahmen, der folgt noch. Wir müssen uns nur ein bisschen beeilen. Das Einzige, was ärgerlich ist, wenn alle 5 Drescher Stillstand haben. So, 106.000, das ist nicht schlecht. Vor allem, wenn wir uns gleich die nächste Ladung holen können, das ist nämlich schön. Hatten wir hier eigentlich jemals jetzt noch Zucker, Wasser hingebracht für Zucker? Ich weiß es gerade gar nicht. Bin mir ehrlich gesagt nicht sicher. Wollten wir, haben wir aber nicht, oder wie war das? Oder wollten wir und haben wir auch?
So, stopp. Erstmal speichern. 44 Fahrer. So, aber ich wollte jetzt eigentlich noch den anderen, der halb voll ist. Der steht aber auch nicht weit weg. Der hat noch Platz für drei Ladungen. Hier ist der John Deere. Hier sind die anderen vier. Das Feld von hinten aufräumen. Macht keinen Sinn, denn das steht schon. Aber ist eigentlich egal. So oder so haben wir ein Problem. Fährt er noch weiter? Ne, der Fährt kann nicht weiterfahren, weil der andere im Weg steht. Das passt uns halbwegs gelegen, weil dann können wir den schon nehmen. Dann werden wir zwischenzeitlich schon den Abfahrer 44 laden. Und schnell den ersten Drescher leer machen, weil entweder muss ich die Kurzplay-Kurse vom Drescher gleich speichern. Oder wir schaffen das in der heutigen Aufnahmesession. 11.11 Uhr. Die heutige Aufnahmesession beinhaltet nur noch diese Folge und die nächste Folge, sprich den Freitag. Und der fährt hier irgendwie gerade auf Halbgas, ne? So wie es aussieht. Gut, solange die anderen danach immer voll fahren, das ist nicht ganz schlecht, aber ist trotzdem irgendwie komisch. Stopp. Der kann ausleeren und wir müssen das so machen. Weiter zu dem. Der erste wird nämlich dann auch leer sein. Bei uns auch, glaube ich, gar nicht über die Karte zu Dings, dann machen wir das so rum. So, leer. Jetzt dauert es einen kleinen Augenblick, dann springt der aber wieder an. Dürfte aber vermutlich noch nicht ganz leer sein. Aber zum größten Teil, denke ich. Ja, doch nicht. Eher zum kleinsten Teil. Vielleicht war der Anhänger auch voll. Vielleicht einfach langsam beim Abbunkern. Beides könnte sein, ne? Also das eine ist definitiv, erst langsam beim Abbunkern, das wissen wir ja. Okay, der Case steht und der John Deere wird es wohl auch gleich. Stunden später. 90% gefüllt. Da können wir echt nur noch knapp einen mit leer kriegen. Also nicht mal. 92% gefüllt. Naja, wir wollen ja auch Geld verdienen, so ist es nicht. Die nächste Ladung, die wir dann gleich zum Hafen schicken können, mal gucken, ob er das von alleine schafft. Wäre natürlich für uns ganz gut, dann verlieren wir nicht so viel Zeit hier auf dem Feld, weil das war jetzt die Zeit, die wir eben brauchten eigentlich. Deswegen haben wir jetzt hier die vollen Fahrzeuge. Hier ist alles ein bisschen bremsen. Aber ansonsten sind wir noch gut dabei. Also klar, drei Folgen jetzt gut und gerne am Dreschen hier. So, bevor losfährt, zack, zack. Dreschen los. So, der macht sich auf den Weg. Dann schnappen wir uns jetzt den anderen. Wir müssen das Feld an sich von hinten aufräumen. Also ob der da hinten nochmal, bin ich gespannt, was der wohl macht.
hoffe das Richtige. Zweite Ladung, das wird hier noch die dritte Ladung. Die kriegen wir noch voll von dem Bestand, was noch da ist. Guck mal, wir hätten sogar dreimal ein Vorgewende machen können. Und bei viermal wäre das Feld geerntet. Da sind wir wieder. Wir wollen den nur erst schnell leer machen und dann geht's zum John Deere am Ende der Kette hier. Das haut ziemlich genau hin, fast auf die Sekunde, und dann können wir eigentlich gucken, wo fährt der. Okay, der fährt am äußersten Ende. Und entweder wir kriegen gleich Geld oder wir kriegen gleich eine Meldung, dass der andere LKW festhängt. Das war genau richtig, da noch einen Kurzblockkurs für aufzuzeichnen für den Verkauf, weil ansonsten würden wir es definitiv nicht schaffen, dann hätten wir noch mehr Standzeit. Wohl bisher geht's, oder? Für 5 Drescher ist nur Raps, ich weiß. Vielleicht hätten wir Soja nehmen sollen. Soja hat, glaube ich, noch ein bisschen weniger Ertrag hier Hektar. Dann wäre es einfacher gewesen, aber auch so, finde ich, sind wir ganz gut dabei. Bin zufrieden. Das haben wir schon schlimmer gesehen bei mir, oder? Aber es arbeiten ja auch nur die Drescher mit Cosplay. Da warte kurz. Speichern wir nebenbei. $96.000 Einnahmen. Also schon fast 10.000 weniger, ja. Aber der Anhänger war auch kleiner. Das ist ja nicht alleine der Preis, das ist auch die Kapazität. Und jetzt sieht man auch, wenn wir eine relativ hohe Einstellung haben, alle Drescher sehen wir aktuell nicht. Keinen. Ich weiß nicht, ob noch Drescher auf dem Feld ist, außer der hier vorne. Aber man sieht auch, wenn wir jetzt mit 5 Dreschern noch dreimal hin und her fahren, ist das Feld mit Sicherheit auch geerntet. Also es ist machbar, dass wir das morgen schon haben. Natürlich immer in der Annahme, dass wir jetzt einen guten Abfahrtjob machen. Hier jetzt immer schön die Drescher auf dieser Seite leer kriegen, kurz vor Ende. Das ist ideal. Da passiert auch fast nichts mehr. Wo er gleich hinfährt, muss er irgendwann das Feld anschneiden, oder was hat er wohl vor? Das kann Probleme geben, weil Gegendrescher, obwohl der entgegenkommende Drescher ist noch so weit zurück, dass es dann vielleicht doch keine Probleme macht. Unser Abfahrer ist wieder da, ohne Fehlermeldung und mit Geldeinnahmen. Ne? Also 6,5 Millionen haben wir aktuell. Und wenn das große Feld doch auch plus Raps oder Soja wäre, das wäre echt cool gewesen. Aber Hopfen, ich meine, Hopfen bringt auch richtig Geld, weil es ist ein mega Ertrag in der Menge. Aber wie wollen wir das managen? Da kannst du eigentlich fast nur mit 2 Dreschern oder mit 3 Dreschern rauf, und je Drescher brauchst du mindestens einen großen und einen kleineren Abfahrer. Und das gibt ja wieder ein Chaos und ein Durcheinander und einen Stillstand wahrscheinlich, weil die sich gegenseitig blockieren. Würde ich vermuten. Oh, das ist ja nice, wenn hinter uns abgebunkert wird. V6
Torwartsüberraschung Nummer 4. Zweites Abfahren natürlich easy. Muss aber auch noch die Überladewagen leer machen. Aber da hinten macht der Lexion jetzt seinen, wie hier, keine Ahnung, Durchfahrt durchs Feld. Prozent haben wir eigentlich nur noch den John Deere. Also meint ihr, die Chancen stehen gar nicht mal so schlecht, dass wir das ja definitiv zum Wochenende, also mit der morgigen Folge, abgeschlossen haben, die Ernte hier. Also meine Hoffnung steht noch. Und jetzt mit dem einen Abfahrhelfer abgeschlossen, heißt natürlich nicht, dass wir die Fahrzeuge wieder zum Hof gebracht haben, sondern es bleibt dann erstmal hier, weil wir wissen ja noch nicht, was mit 45 passiert. Schon abfahren schicken? Nee, macht eigentlich keinen Sinn. Da würde ich sagen, machen wir morgen weiter, Leute. Das war es wieder für die heutige Folge. Danke fürs Zuschauen, wenn es Spaß gemacht hat. Lasst gerne ein Like da. Schaltet morgen wieder rein. Bis dann und tschüss.